Hi, ich bin Erik von Android Pit. Huawei hat uns die Huawei Watch zugeschickt und auf die haben wir gleich mal Android Wear 2 aufgespielt. Das haben wir uns jetzt näher angeschaut und das zeige ich euch jetzt. Die Installation der Preview klingt recht einfach und ziemlich genau so wie das Aufspielen eines Factory Image auf ein Nexus Smartphone. Der Vorgang dauert einige Minuten und setzt die Uhr wenig überraschend auf Werkseinstellung zurück. Google möchte Uhren mit Android Wear 2.0 weniger abhängig vom verbundenen Smartphone machen. Das ist vor allem für iPhone-Nutzer sinnvoll, da diese bis dato wenig Mehrwert aus Android Wear gezogen haben. Warum? Die dafür wichtige Benachrichtigungsschnittstelle ist bei iOS nicht richtig kompatibel und damit konnten Huawei Watch und Co. nur wenige Vorteile im Alltag bieten, wenn man sie mit Apples Geräten koppelte. Android Wear 2.0 hingegen verwandelt die Uhren per Update in eigenständige Geräte. Einige schon ältere Android Wear Uhren haben dank WLAN, GPS, Mikrofon und Lautsprecher wichtige Komponenten, um eigenständig zu agieren. Doch die bisherige Software war für die Geräte ein Klotz am Bein. Mögliche Funktionen wurden mit den Updates der alten Android Wear Version gar nicht oder nur im Schneckentempo umgesetzt. Und auch die Usability war mäßig. Für die Installation neuer Apps auf der Uhr musste man immer wieder zum Smartphone greifen und die Apps darüber installieren. Damit ist jetzt Schluss. Erstmals könnt ihr unabhängig vom Smartphone Apps auf der Smartwatch installieren. Ziffernblätter, Chat-Apps oder kleine Spiele lassen sich ohne Smartphone herunterladen. Die Apps ruft ihr über einen neuen, richtig schön gelungenen App-Drawer auf. Er zeigt zuerst die kürzlich geöffneten, dann eure Favoriten-Apps und dann alle anderen Smartwatch-Apps in alphabetischer Ordnung. Auch der Assistant wird Teil der Uhr. Bislang war er nur Pixel-Besitzern vorbehalten. Dieser verhält sich zurzeit noch recht dämlich und missversteht viele Eingaben, soll aber dank Machine Learning im Laufe der Zeit noch besser und letztendlich vielleicht sogar hilfreich werden. Zunächst einmal möchte ich zusammenfassen, dass die Nutzeroberfläche von Android Wear 2.0 gegenüber der des Vorgängers massiv verbessert wurde. Es handelt sich um die ersehnte Generalüberholung, die sich sämtlicher Kritikpunkte an der 2014 vorgestellten Vorgängerversion annimmt. Die meines Erachtens wichtigste Neuerung sind die datengetriebenen Ziffernblätter. Google installiert zwei sogenannte Elements-Ziffernblätter vor, die je vier Positionen für Daten eurer Wahl bieten. Hinter diesen Datenpositionen verbirgt sich eine neue Programmierschnittstelle, das sogenannte Complications API. In den Feldern werden Daten angezeigt, die aus einer App auf dem Smartphone oder der Smartwatch stammen können. Tippt man auf eines der Felder, gelangt man in die zugehörige App oder startet eine Aktion auf dem Smartphone. Aus Nutzersicht könnte ich mir vorstellen, dass ich mir für unterschiedliche Gelegenheiten jeweils ein Ziffernblatt maßschneidere. Auf der Arbeit lasse ich mir Termine, Kontakte, Benachrichtigungen und ein Kürzel zur Inbox anzeigen. Beim Sport lasse ich dann Puls und Schritte zählen und lege ein Kürzel für Timer oder Stoppuhr an. Der Wechsel zwischen den favorisierten Ziffernblättern wird in Android Wear 2.0 so einfach, dass man die Uhr quasi so bedienen muss. Android Wear 2.0 hat auch die Schnelleinstellung und die Benachrichtigungen erheblich verbessert. Letztere sind jetzt, ähnlich wie auf Smartphones mit Android 7 Nougat, nach Apps gestapelt und haben sofort Aktionen. Chat-Nachrichten könnt ihr so umgehend beantworten. E-Mails gleich archivieren. Eine kleine Tastatur hilft beim Beantworten der Nachrichten. In der Preview gelang uns dies auch auf Deutsch mit Swipe. Wie ihr gesehen habt, sind die neuen Features eine große Bereicherung für die Android Wear Uhren. Android Wear 2 wird das Upgrade, auf das wir seit 2014 warten. Die Uhren werden selbstständiger und vielfältiger in ihrer Benutzung und endlich auch für iPhone-User relevant. Also, wir freuen uns auf das Upgrade und ihr könnt euch auch freuen.